Heute geht es um ein richtig super lässiges Thema. Weil heute geht es um das, was kann ich selber, was könnt ihr in dem Fall machen, in eurem Garten, bei euch daheim, dass wir was für die Vielfalt machen, dass wir unsere Bienen, unsere Hummeln, unsere Schmetterlinge, Käfer und so weiter unterstützen. Da gibt es nämlich wirklich eine Menge zum Tun. Und ich habe mir gedacht, irgendwo, weil es ein gutes Symbol ist, fange ich an, in einer eigentlich für unser Auge natürlich eine schöne landwirtschaftliche Wiese, die im Jahr halt 4-5 Mal gemäht wird. Und da seht ihr eh schon, da haben wir ein bisschen halt das Thema mit sehr wenig Vielfalt. Und da sind wir eigentlich alle ein bisschen gefordert, dass wir das zumindest bei uns daheim wenigstens schauen, dass wir das System hochfahren. Und da habe ich mir gedacht, weil es einfach von der Zeit jetzt super passt, nehme ich mir mal drei Sachen außer. Erstens Obst, Obstbäume, brauche ich ja nicht sagen, wie wunderschön die sind jetzt um die Zeit. Nächstes Thema, ich nenne es jetzt bewusst der Rasen, weil das ja für ganz viele Menschen ein mittlerweile lebensnotwendiges Ding ist, dass der Rasen super ist, aber das werden wir uns anschauen, um was da wirklich geht. Und als letztes Thema, weil ja vielleicht nicht alle einen großen Garten haben, manche haben einen kleinen Garten oder manche haben vielleicht gar keinen, sondern nur einen Balkon oder ein Balkonkistel. Aber selbst da kann man richtig viel machen, vor allem mit heimischen Pflanzen, die man dann da reinsetzt, um eben unsere Bienen wieder, die Wildbienen, Insekten, verschiedenste zu unterstützen. Also da könnt ihr richtig viel machen. Ich glaube, mittlerweile hat es sich ja ein bisschen herumgesprochen, dass wir wirklich ein Problem haben, nämlich mit der Artenvielfalt einerseits. Andererseits aber auch allein die Masse, jetzt wenn wir von Insekten sprechen, ist in den letzten 30, 40 Jahren wirklich dramatisch geschrumpft. Weltweit um über ein Viertel ist das zurückgegangen. Und deshalb haben wir irgendwo doch alle auch eine Verantwortung, was wir machen können bei uns daheim. Klar, wir können global das Thema nicht ändern oder jetzt europaweit, aber zumindest daheim können wir wirklich viel, viel machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt schauen wir mal in einen Garten, der mir wirklich gut gefällt, wo es sehr naturbelassen zugeht, der aber wirklich auch hochästhetisch ist. Das heißt, das gefällt uns auch. Und da werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wie sowas funktioniert. So eine Kombination Obstbaum, ein bisschen darunter, ich nenne es jetzt bewusst nochmal Rasen. Und nachher werden wir dieses Wort aus unserem Wortschatz streichen. Und da werden wir da ein bisschen durchmarschieren und sich anschauen, wieso das so entscheidend wichtig ist für ganz viele Insekten, eben wieder unsere Bienen, unsere Hummeln, unsere Schmetterlinge, wieso die von dem so profitieren. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? The Red Queen got the news yesterday and now they're running far away. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? They're from two worlds and absolutely mad, but being crazy isn't always bad. They're one step away from reality, they know how to count an infinity. They're the craziest couple in history, and they know how to build up a castle. Ja, da haben wir ein paar so richtig schöne alte Obstbäume schon, die schon gut eingewachsen sind, die wirklich super blühen. Und ich sage immer, es gibt jetzt schon langsam keine Ausreden mehr, weil man hört ja, wenn es ums Baumsetzen geht, immer das Gleiche. Der macht so viel Mist. Ich sage dann immer, Mist macht nur einer, das sind wir. Ich habe die Wespen im Garten. Was tue ich mit dem ganzen Obst? Das fällt alles runter und so weiter. Alles Ausreden. Wirklich, setzt euch Obstbaum. Es gibt einfach nichts Herrliches. Schaut euch das an, was das jetzt einfach für eine wunderbare Blüte ist. Und was man bei Obstbäumen echt dazu sagen muss, sie haben herausragende Pollen- und Nektarwerte. Gerade jetzt der Apfelbaum zum Beispiel oder auch Kirschen, die sind gerade für die Bienen, Hummeln ganz, ganz wichtige Nektar- und Pollenquellen. Außerdem fühlt man sich in einem Baum ein bisschen wieder wie ein kleiner Bauer. Ich habe wirklich Stunden verbracht in die Obstbäume oben gesessen, gefuttert. Also es gibt eigentlich keine Gründe, die gegen Obstbäume sprechen. Im Gegenteil, es gibt wirklich ganz viele Gründe für Obstbaum. Erstens schaut es einfach super, super aus. Zweitens, wir haben super Schattenbäume, die brauchen wir eh.
Klimaerwärmung, Stichwort, ist da. Also wir sollten eigentlich alles Mögliche machen, damit wir die Temperatur ein bisschen runterkühlen und das dann einfach Baum in genialer Weise. Ich kann Obstbaum an die Gartengröße anpassen. Ich kann welche nehmen, die groß werden wie eine Kirsche. Ich kann aber auch was Kleines, Zartes nehmen oder sogar in einen Topf setzen auf einem Balkon. Also ihr seht, Obstbäume sind sehr vielfältig und wie wir eh schon gesagt haben, sie sind extrem wertvoll für unsere Insekten. Einerseits natürlich jetzt für die ganzen Bienen, Hummeln, klar, die sammeln von den Blüten, befruchten dann gleichzeitig dieses ganze System, weil um das geht es ja, um die Befruchtung, dann habe ich eine super Frucht im Herbst. Aber auch das vergessen viele, es sind super Schmetterlingsbäume. Ganz viele Schmetterlinge brauchen die Obstbaum als Futterpflanze für ihre Raupen. Das heißt, die legen ihre Eier drauf und dann entwickeln sie da die wunderbarsten Schmetterlinge, zum Beispiel das Wiener Nachtpfauenauge, ein Riesenapparat, der entwickelt sich auf Obstbaum ganz gern. Dann wenigstens das Fallobst zum Beispiel, das was runterfällt, wo sie viel immer ärgern. Also ihr seht, wirklich ein vielfältiges, wunderbares Geschöpf, das man haben muss. Also ihr seht, Obstbäume sind ein richtiges Must-Have im Garten und was man vielfach vergisst, wir lieben ja auch natürlich unsere anderen Tiere im Garten und draußen, Vögel, Blindschleichen, Eidechsen und so weiter und die brauchen ja was zum Futtern und wenn es keine Insekten gibt, die es fressen können, dann sind die auch nicht da. Also es ist eigentlich, sind Zusammenhänge, die wichtig sind und mit Obstbaum kann ich das so richtig fördern. Und wenn man dann so eine kleine Wiesenfläche hat, dann ist das natürlich ganz ideal. Gerade unter Obstbaum finde ich das einfach so schön, wenn man es einfach wachsen lässt, einfach zulassen. Oft reicht schon, dass man die Dinge einfach zulässt und man hat dann wirklich die schönsten, wertvollsten Wiesen unter solche alten Obstbäume. Das ist für mich eins da. Ja, ist ein Bild, was irgendwo erinnert dann an die Kindheit. Die ist einfach, was das hat, was das ist, wirklich was Schönes. Ich habe schon so ein herrliches Summen da im Ohr. Hinter mir werkt irgendwo eine Hummel. Sie arbeitet, ja, sie befruchtet, dass wir dann auch ein bisschen was auf unsere Bäume haben. Leider sind ja ganz viele Menschen über die ganze Gartensaison damit beschäftigt. Alles, was nur irgendwo blüht im Garten, ich würde es nicht sagen vernichten, es ist ein hässliches Wort, aber halt auszumerzen mit allen möglichen Tricks. Ich glaube, da muss man einfach wirklich wieder irgendwo umdenken, weil das so wichtig ist. Das sind heimische Pflanzen, die sind ganz wichtig für unsere Tierwelt, für unsere Insekten. Die brauchen das zur Entwicklung und so weiter. Da erzähle ich nachher noch ein bisschen, da werden wir uns ein paar rauspicken. Und es ist aber auch wichtig für diesen ganzen Kreislauf. Ich habe die Tiere herunten, sie haben ein durchgehendes Nahrungsangebot, sie können dann wieder auffliegen in die Bäume, dann dort befruchten, dann habe ich ein gutes Obst. Und es schaut, finde ich, einfach wunderschön aus, wenn man ein bisschen eine Blüte im Garten hat. Und das stört ja keinen. Man muss einfach nur zulassen und wachsen lassen, ist das schönste Bild. Und gleichzeitig tue ich wirklich sehr viel Gutes. Da seht ihr, da ist auf kleinsten Raum, auf einem halben Quadratmeter, spült sie sich da schon an. Okay, wir haben sogar einen Löwenzahn auch da, der ganz viel ärgert, aber der darf natürlich auch sein, kein Problem. Wir haben es vergiss mir nicht, hat auch gar nicht so schlechte Pollen- und Nektarwerte, also da fliegen sie wirklich auch ganz gern drauf. Dazwischen drin ein bisschen unauffällig. Die viel Leute stört das als Unkraut, das ist ein Ehrenpreis, ist eigentlich, ja, so Gartenunkraut, wenn man nachliest, ist natürlich eine Frechheit, die Bezeichnung, weil das ist wirklich eine super, super Pflanze für Insekten. Die gibt gut Nektar und Pollen ab, da gibt es richtig was zum Holen und das ist doch ein entzückendes Bild. Nebenbei, ich weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen blinzelt der Günsel außer, der stört auch ganz viele Menschen im Rasen. Ich weiß nicht wieso, weil es ist doch ein super Bild. Also sowas ist eher so ein Kräuterrasen, würde ich einmal sagen. Man kann den Ehrenpreis super essen, wunderbare Deko, auf ein Brot drauf oder in Salat, du kannst die Vergissmeinnicht essen. Also ganz viele dieser Pflanzen sind auch für uns wertvoll als Nahrungsmittel. Das sind auch gesundheitliche Bomben, das glaubt man gar nicht. Also wir dann da wieder einmal ein bisschen egoistisch sein und können diese natürlich auch gern nutzen. Und wenn wir die einfach zulassen, da ist sicher nichts gesetzt worden. Es hat einfach
seine Ruhe gehabt und hat sich entwickeln können. Das wird jedes Jahr schöner und jedes Jahr mehr. Dann hat man wirklich was Gutes für die Natur getan. Da wächst zum Beispiel ein Erdbeer drinnen, hat man sogar eine Erdbeerernte, die Himmelschlüsseln sind drinnen. Also da sind wir schon beim Thema Vielfalt wieder. So kann man das lassen, indem man es einfach zulässt und wachsen lässt. Wunderbares Bild. Ihr braucht jetzt nur einen kleinen Schritt mit mir machen und ums Eck. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was da los ist. Da haben wir nämlich ein richtig fettes Teil von einer Hummel. Ist eh klar, weil da so eine herausragende Hummelpflanze drinnen ist. Das ist ein Lamium, die Goldbergnessel ist das. Da kann man sie auch selbst dran laben. Habt ihr wahrscheinlich alle gemacht als Kinder. Wenn die Hummel nicht schnell genug ist, dann holen wir ihren Nektar. Und bei denen ist das Besondere, das sind Lippenblütler. Die haben ziemlich lang gebaute Blüten und so tiefe Röhren nach unten. Das heißt, der Nektar sitzt ganz am Grund der Blüte. Da komme ich nur rein, wenn ich einen langen Rüssel habe. Zum Beispiel Schmetterlinge, die haben einen langen Rüssel. Oder manche Hummeln haben einen längeren Rüssel. Oder es gibt auch so ganz freche, die beißen das dann auf und holen sie den einfach von außen. Das ist wirklich eine Pflanze, diese ganzen Taubnesseln, die Hummeln mögen die extrem gern und alles, was eben so lange Rüsseln hat wie viele Schmetterlinge, die brauchen die. Die kommen auch oft von selber, man muss nur einfach lassen. Vielfach werden sie als Unkraut wahrgenommen, aber ganz, ganz wichtige Insektenpflanzen, die man unbedingt stehen lassen sollte. Was auch ganz ein wichtiges Thema ist, wenn ihr solche Blüten zulasst und unbedingt zulassen müsst, dann schaut, dass ihr nicht nur 2, 3, 4 Blüten habt, sondern wirklich viele, wirklich Massen, Mengen, Hunderte. Da sage ich euch ein Fachwort, die ganzen Imker oder die sich länger schon mit Bienen beschäftigen, kennen das eh sicher. Das ist das sogenannte Trachtfließband. Das heißt nichts anderes, dass erstens einmal wirklich eine Menge da ist. Das ist die Tracht, das ist eine Menge an Blüten, die dann unsere Bienen, unsere Hummeln ernten können, wo sie einfach Nahrung haben. Und das wird sie dann natürlich auch möglichst lückenlos über das ganze Jahr durchziehen. Weil es gibt ja ganz viele verschiedene Hummeln und Wildbienen. Alle brauchen ein bisschen andere Blüten. Und dann habe ich wirklich das ganze Jahr über Nahrung für diese Tiere bereitgestellt. Deswegen schaut es, dass wirklich, ich sage immer, Massen habt an Blüten, so wie da ein Haufen von diesen Lamium, von diesen Taubnesseln. Mit denen vergisst man nicht dazu. Erstens ist schön. Und es ist wichtig, dass wirklich viel da ist und nicht nur so ein bisschen vereinzelt. So let them be, just as crazy as they should be, just as mad as we all are when we are in love. Can't you see, nothing can stop their victory, the war is over, mad love beats hate and logic. Who needs logic? This laugh the Mad Hatter, did you know? They brought warmth into a cold world. So ein schöner alter Baum. Ja, und natürlich auch alle, die mehr Land zur Verfügung haben. Vielleicht die Landwirte, setzt euch Baum wieder oder lasst sie stehen. Die alten Bäume sind ja ganz wichtig und ist doch ein wunderbares Bild. So ein Baum in der Landschaft, das gehört irgendwie zu uns dazu in die Landschaft. Bäume, Bäume, Bäume. Und wenn es da vielleicht einer schaut, da sieht man schön, der hat so eigentlich da schon so einen Ries und da verrottet das Holz schon. So Sachen sind auch ganz wichtig. Also lasst ruhig die Bäume sterben. Das Sterben gehört irgendwo auch dazu, zu einem Zyklus von einem Obstbaum. Irgendwann stirbt er. Und das waren ganz wertvolle Bereiche. Es gibt sehr viele Käfer, die zum Beispiel da drinnen leben. Die machen dann so Käfergänge. Und wenn der Baum richtig am Absterben ist, dann können sie in diese Gänge wieder Wildbienen, ihre Nester einbauen. Also ihr seht, das ist alles ein super Kreislauf. Also da nicht irgendwie anfangen zum Zumachen oder versorgen, wie man es oft sieht, sondern einfach lassen, wie es ist. Das ist wieder ganz ein besonderer Lebensraum. So ein Obstbaum ist überhaupt wie so ein Kosmos fast an Leben, was sich da alles anspielt. Can't
Ja, aber jeder hat ja nicht ein paar Hektar, nicht? Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir heim zu mir im Garten, nach Balkonien. Und da zeige ich euch, dass ihr super heimische Pflanzen in so Balkonkistel oder in Töpfe setzen könnt. Und da lockt es dann wieder richtig viel Bienen, Hummeln, Schmetterlinge an. Das ist mein sehr bescheidenes Balkonkistelprojekt, das sich über viele Jahre gezogen hat. Aber heuer habe ich es einmal gemacht und jetzt wird noch eingesetzt. Aber es könnte eben beispielgebend sein für viele andere Balkonkistel. Es kennt es genauso in Gefäße. Egal, wenn ihr ein modernes Haus habt, macht moderne Gefäße. Wenn ihr ein rustikales Haus habt, da habt ihr eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Wichtig ist, dass was einsetzt und vor allem was einen Sinn macht. Wiederum für unsere Insekten war super, Bienen, Hummeln und so weiter. Es ist eigentlich nichts dabei, man muss ein paar ganz einfache Sachen beachten und dann funktioniert das alles. Ich sage nur, vielleicht einfach als kleinen Anstoß noch weg von den Pelargonien und Sorfinienparadiesen hin zu Dingen, die wirklich auch unseren Insekten was bringen. Und das waren hauptsächlich wieder die heimischen Sachen. Aber jetzt starten wir wirklich. Da muss ich aber ganz auf zum Kompost, weil ich werde mir meine Erden selber mischen. Aber das dazu euch noch und oben, da ich sagen, wie das funktioniert. Na, geschickter Zugang. So, Kompostparadies. Ich hoffe, er ist schon einigermaßen gut abgerottet. Ihr kennt es generell, wenn ihr sowas nicht zur Verfügung habt, aus Balkonia kann natürlich leicht sein. Kauft euch fertige Substrate, da macht nichts falsch. Schaut aber vielleicht drauf, dass in dem Substrat möglichst kein Torf drinnen ist. Torf ist immer so eine Sache. Sollte man einfach drauf schauen oder fragt, wenn ihr es kauft. Kauft entweder ein sogenanntes Drogsubstrat, das funktioniert ganz gut. Oder es gibt sogenannte Intensivsubstrate, das ist so aus der Flachdach-Konstruktionsgeschichte. Da bringt man so eigene Erden auf, die sind auch super für Tröge. Wenn es so tröge macht, wichtig ist natürlich, es muss unten das Wasser rauskommen beim Blumenkistel. Detto. Ich gebe ein bisschen an Kiesel rein, mehr ist nicht, dann kann das da durchaus rinnen. Ein paar größere Gefäße, ja, weiß ich nicht, ab 30-40 cm Höhe, könnt ihr unten also ein Lecker reingeben, das sind so kleine Kerndadeln. Fließ ist immer ganz gut, weil dann schwappt es da den Dreck nicht so durchaus auf die Terrassen oder auf dem unteren Balkon, kann mal nicht so gut kommen. So, und dann füllt ihr das an, dann mache ich eigentlich diese Erdmischung. Ihr mischt eben Kompost in etwa, ich nehme da die Hälfte, da ich mal so einen Kompost und das andere mische ich Sand und so ein bisschen eine angerottete Rinde dazu, die muss ich mir dann irgendwo im Garten zusammenklauen. Und so mischen wir das dann rein. Und da setzen wir es dann rein. Wenn euch das alles zu mühsam ist, kein Thema. Wie gesagt, könnt ihr euch ja eine fertige Erden gern kaufen. Ich zähle immer ganz genau mit, dass ich dann weiß, wie viel 20% Zaun sind. 10%. 20. Das mische ich dann einfach. Es könnt ihr es vorher auch mischen, klar. Schau, wie das schön wird.
Rohrinde, so ein bisschen ankompostiert ist, und das ist ausreichend. Die mischen wir da jetzt dazu. Befüllung abgeschlossen, kleine Pflanzenkunde. Wenn ihr es eurer Kistel setzt, ist ganz gut. Es werdet ihr ja wissen, ist eher schattig, kühler, halbschattig oder heiß sonnig. Bei mir ist bei der Sauna richtig, es ist heiß. Da knallt es so richtig hin. In dem Kistel habe ich zwar für schattig auch ein bisschen was drinnen, aber wir nehmen sie natürlich das aus, was die Hitze und die Sonne gut verträgt. Zum Beispiel alles natürlich wieder heimische Sachen: ein Thymian, eine Flockenblume, eine Skabiose, ein Wiesensalbei. Das ist was ganz was lässig, was Besonderes, die Prachtnelke. Und was haben wir da noch? Da haben wir eine Zypressenwolfsmilch, das ist auch was Lustiges. Die Zypressenwolfsmilch, ganz was Unscheinbares, ist gerne am Straßenrand, wo es richtig trocken ist und hinknallt und heiß. Und da legt einige ganz eigene Schmetterlinge, legen da die Eier drauf und fressen dann an dieser Zypressenwolfsmilch. Vielleicht haben wir da das Glück, der Wolfsmilchschwärmer, das wären solche Raupen, richtige Geräte. Und die zeige ich euch auch noch von diesen paar. Das ist da eigentlich unser ganz normaler heimischer Wiesensalbei. Fast wie Lavendel, kann man sagen, nur blüht er eigentlich viel länger. Der blüht von jetzt bis im August, würde ich mal sagen, eine Top-Schmetterlingspflanze. Also Schmetterlinge nutzen den sehr viel, auch als Futterpflanze, und für die Bienen, Hummeln natürlich sowieso auch super Pflanzen. Das muss ich mal zuerst ganz genau schauen, wie wir es setzen. Passt. Da muss ich jetzt was machen, weil wenn das so dicht verwurzelt ist, dann sollte man das rundum und um aufschneiden mit einem Messerl. Dann kann es schön auswurzeln. Ich mache es mit der Schar. Nicht sehr elegant, aber sieht man das? Einfach so aufreißen. Mehr muss es nicht sein. So, fast fertig. Ganz am Schluss, das empfehle ich wirklich, dass da dann eine Mulchschicht drauf. Für sowas, für so heiße Bereiche, finde ich immer, passt ein Sand wieder super. Genau der, den ich schon reingemischt habe. Da dann noch so ein paar so Kugel auf, dann schaut das noch ein bisschen natürlicher aus, und dann gießen wir es ein, dann wirst du sehen, dass das ganz lässig ausschaut. Und dann soll es wachsen. So, das wird jetzt noch ein bisschen nachgehen, dann kann man es noch mal nachfüllen. Und das Lässige, falls ich es noch nicht gesagt habe, was ganz wichtig ist, das sind alles Pflanzen, die mehrjährig sind. Das heißt, die muss ich nicht jedes Jahr erneuern. In der Regel kommen die durch über den Winter aus. Es ist einmal ganz, ganz lang frostig oder sie vertrocknen. Aber ansonsten sind das alles unkomplizierte Pflanzen, die mehrjährig sind. Und da haben eben unsere geliebten Insekten wirklich Nahrung, und mit denen ziehe ich es dann auch an. Ich hoffe, es war was dabei für euch, vielleicht hat das eine oder andere neue, und hoffe, dass euch irgendwo interessiert hat und dass das vor allem auch dann umsetzen könnt bei euch. Und was ganz wichtig ist, das Ganze geht weiter in Form von einer Serie. Der Horn im Garten, finde ich, ist ein geiler Titel, den prägt euch gleich mal ein. Und wir werden einfach dieses Thema in den verschiedensten Facetten sich anschauen. Wieso unbedingt heimische Pflanzen? Müssen es heimische Pflanzen sein? Was hat das für ihre Auswirkungen? Bienen,
Hummeln, Schmetterlinge, die besten Pflanzen werden wir uns da ein bisschen aussuchen wieder. Wahrscheinlich nächstes Mal würde ich sagen, werden wir schauen, wie so ein Insektenhotel funktioniert, damit ihr nämlich ans Bauen könnt, ohne dass dann schlechte Bewertungen von den Insekten kriegt, die da drinnen wohnen. Also ihr seht, um dieses Thema herum, Lebensraum für Tiere schaffen und so weiter. Also alles, was ich oder es im Garten machen könnt, schauen wir uns an. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.